Hallo und herzliches Willkommen hier zu einem neuen Video. Ja, der 1. FC Köln war heute zu Gast beim VfL Wolfsburg. Und ich habe ja noch bei den Bundesliga-Tipps gesagt, ob wir da heute punkten, ich weiß es nicht. Ich habe ja 2-1 gegen den FC getippt gehabt. Und erstmal danke an alle, die hier im Livestream dabei waren. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. War ja leider erstmal der letzte Stream des Jahres. Wie gesagt, weil das nächste Heimspiel findet ja wieder auf Instagram statt. Da werde ich wieder den Livestream starten. Also wenn ihr den letzten Livestream des Jahres nicht verpassen möchtet, dann schaut auch gerne mal bei meinem Instagram-Account vorbei. Der Link, wie gesagt, ist hier auch im, auf YouTube verlinkt. Also schaut da gerne vorbei. Ja, wie gesagt, heute waren wir beim VfL zu Gast und ja, wie gesagt, ich hatte ein bisschen Bauchweh, was die Partie anging, aber die Bauchweh blieben erstmal, aber die Partie hat es in sich, muss man ganz klar sagen. Laufstark, sehr, sehr, wirklich sehr, sehr klasse gemacht, aber dann kam ein Freistoß für den FC, erstmal was Positives, war ja ein Freistoß, der ging leider, ja, kam, bringte nichts ein, im Gegensatz, Wolfsburg macht den Ball schnell und ja, kontert und das war einfach ein sauber ausgespielter Konter, also das war wirklich, also besser konntest du den Konter nicht machen. Ne? Und am Ende treffen sie auch. Und von daher ein völlig verdienter Treffer. Denn, wie gesagt, ein richtig starker Konter. Muss man einfach auch neidlos anerkennen, dass das wirklich ein guter Konter war. Stand 1-0 relativ früh in der Partie. War natürlich auch sehr, sehr ärgerlich. Aber es war halt, die Partie war noch jung. So, aber natürlich hat es geärgert. Hat man sich geärgert, weil der FC wieder hinterher rennen muss und wieder einen Rückstand aufholen muss. Ne? Und das taten sie auch, und zwar dank Anthony Modest, der wieder die Brille gezeigt hat. Und ja, auch einen kleinen Gruß an Schmadtke, der ihn ja dann auch, am Ende hat er auch nochmal im Interview gesagt, wir haben nicht Wolfsburg geschlagen, sondern Schmadtke. Ne? Wir haben sozusagen Schmadtkes Team ja, nach Hause geschickt ohne Punkte. Und natürlich auch nochmal so einen kleinen Gruß, weil da ja auch ein paar, ne, Meinungsverschiedenheiten waren, als er dann nach China gegangen ist. Er sagte die ganze Zeit, er will in Köln bleiben. Schmadtke sagte, er will nicht in Köln bleiben, sondern er will nach China. Ne? Und so weiter und so fort. Also man wird nie genau herausfinden, wer jetzt was wollte. Aber ist auch egal, denn Anthony Modest ist ja wieder in Köln und hat auch wieder gezündet. Und von daher wunderbar, die Kölner sind glücklich, Anthony Modest ist glücklich und von daher ist das alles richtig klasse. Ja, wie gesagt, dann stand es 1-1, damit ging es auch in die Pause und ich habe gesagt, ey, unentschieden, ich bin dabei, alles gut. Ne? Dann allerdings war es leider wieder so, dass der FC hinten die Konterabsicherung nicht so ganz ernst genommen hat und dann war es am Ende Weghorst, der am Ende das Tor macht. Ja, und somit stand es dann wieder 2-1 für den VfL Wolfsburg und damit war der Punktgewinn wieder erstmal weggeflogen. Und aber trotzdem, wir haben auch noch einen guten Trainer und zwar einen Steffen Baumgart, der wirklich dieses Mal, ich habe gesagt, Steffen, du musst heute in der 65. Minute wechseln. Uth und Jan Thielmann bitte. Gut, es war dann am Ende die 70. Im Stream habe ich nämlich gesagt, 65. war dann am Ende die 70. Aber war ja nah dran an der 65. Und er hat die zwei Spieler gebracht, die ich auch gefordert habe. In dem Fall Uth und Jan Thielmann. Und er hat Andersson draufgelassen, der heute meiner Meinung nach auch kein schlechtes Spiel gemacht hat. Und hätte ja fast sogar noch eine Torvorlage gemacht. Also von daher, heute kann ich nichts Schlechtes gegen Andersson sagen. Er hat alles gemacht, er hat gekämpft, er hat sich reingebissen. Er hätte sogar eine Torvorlage fast gehabt, wenn Schindler am Ende noch getroffen hätte. Aber am Ende trifft er ja die Latte. War sehr, sehr knapp. Naja, auf jeden Fall kamen dann Schindler, Thielmann und Marc Uth hinein in die Partie. Und man hat direkt gemerkt, die haben Feuer, die wollen ja noch nicht, ja, wollen nicht 2-1 hier nach Hause fahren, sondern wollen weiter kämpfen. Und das hat man gemerkt, dass da auch ja, das Feuer von der Bank aus auf den Platz kam, sozusagen. Und ja, und das hat man direkt gemerkt. Und ich glaube, es war nicht lange her. Auf jeden Fall war dann ganz schnell klar, Schindler läuft an auf der rechten Seite, versucht es erst selbst, oder nee, gar nicht wahr, Benno Schmitz versucht es erst selbst und dann kommt der Ball zu Schindler, der den Ball dann reinmacht, allerdings nicht ganz, denn Marc Uth, also eigentlich war es Kindler Schindlers Tor so, ne, weil er hat am meisten gemacht, sag ich mal, aber Marc Uth streckt noch die Brust raus und trifft den Ball dann so in dem Moment und drückt ihn dann halt noch über die Linie. Und somit stand es dann
es wieder 2-2 und damit war der Punktgewinn schon fast in trockene Tücher und ich dachte, jawohl, geil, endlich. Natürlich hatte Wolfsburg auch noch gute Möglichkeiten, um das 3-2 zu machen, haben sie allerdings dann nicht gemacht und dann am Ende war es wieder Anthony Modest, der das 3-2 macht in der, ich weiß es nicht, 91., auf jeden Fall in der 90. Spielminute. Oder in der 89., ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall relativ knapp vor Schluss. Und es war so ein geiles Fußballspiel. Der FC dreht am Ende das 3-2, die ganze Zeit hinten gelegen. Und dann am Ende drehen wir das Spiel noch. Es war ein Fest. Ich hätte nie damit gerechnet, dass das so ein Spiel wird. Ich habe eher gedacht, dass das eher so ein... Ich hätte auch nicht gedacht, dass die Wolfsburger eher so auf Konter aus sind. Ich habe wirklich gedacht, dass die eher das Spiel übernehmen. Und der FC eher hinten drin ist. Aber... nein, es war andersrum. Der FC hat das Spiel gemacht und die Wölfe haben am Ende gute Konter gemacht. Muss man ganz klar sagen. 2 Konter, phänomenal ausgespielt. Ja, gut, der FC muss da trotzdem, wie gesagt, ne, hinten abdicht, müssen wir nochmal was dran feilen und üben. Also dann, das geht noch nicht so ganz. Aber trotzdem war das auch einfach extrem schnell, muss man dazu sagen. Ja, auf jeden Fall war es am Ende egal, weil Toni, der Doppelback-Toni, hat wieder zugeschlagen. Nach 4 Spielen ohne Tor hat er seine Serie auch durchbrochen. Und der FC holt den ersten Auswärtssieg, meine Freunde, doch noch in diesem Jahr. Bin ich sehr froh drum, auch wenn ich nicht dran geglaubt habe. Trotzdem, das ist immer das Schöne, wenn man nicht dran glaubt und es dann passiert, dann freut man sich nochmal doppelt so viel oder doppelt, ja, einfach mehr. Das ist einfach so, als wenn man sagt, oh, gewinnt man. Ne? Und deswegen freue ich mich sehr und ja, wie gesagt, das ist das Schöne an der englischen Woche. Wenn der Freitag nicht so schön war, ist der Dienstag umso schöner und der Mittwoch natürlich dann jetzt auch bis zum Sonntag. Dann geht es ja wieder, wie gesagt, gegen den VfB Stuttgart zu Hause in Köln. Und ja, mal schauen, ob da 15.000 rein dürfen. Mal schauen. Wie gesagt, ich hätte ja eigentlich eine Karte gehabt, aber ich werde es live kommentieren. Freue ich mich auch schon sehr drauf. Und ja, wie gesagt, Köln hätte dann rein theoretisch noch den Sack zumachen können. 4-2 machen können. Kingsley Schindler hatte die Riesenmöglichkeit. Andersson hat da den Ball sozusagen zu Schindler gepasst. Schindler zieht ab und trifft die Latte. Schade, aber am Ende... war es dann egal. Ich hätte es ihm zwar wirklich gegönnt, weil er einfach eine richtig gute Partie gemacht hat, genauso wie Modest natürlich auch und auch Marc Uth. Also die und Jan Thielmann, also alle, die reinkamen, haben wirklich richtig, richtig stark gespielt und auch ein Louis Schaub meiner Meinung nach hat heute gut gespielt. Also es hat wirklich richtig gut gepasst heute beim FC. Wie gesagt, die 2 Konter, die haben mich ein bisschen gestört, aber am Ende ist es egal, denn Anthony Modest hat, wie gesagt, dafür gesorgt, dass wir hier den Dreier mitnehmen und das ist wirklich richtig gut. Und wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie oft ich wie gesagt und richtig gut gesagt habe. Aber jetzt ist der FC auf Platz Nummer 8, haben 22 Punkte. Wer das am Anfang gesagt hätte, den hätten sie irgendwo in die Psychiatrie gesteckt. Also das hätte ich nie gedacht. Und deswegen sage ich jetzt schon hier auf YouTube, die Hinrunde war richtig gut. Muss man einfach so sagen. Egal, was gegen den VfB Stuttgart jetzt passiert, zu Hause. Ich hoffe, dass wir natürlich da auch nochmal einen Dreier holen. Aber trotzdem, egal was da passiert, die Hinrunde war diese Saison richtig gut. Und ich hoffe, dass die Rückrunde genauso wird. Aber wie gesagt, das richtige Hinrundenfazit, das werden wir ja dann erst nach dem Spiel gegen Stuttgart sagen oder sehen. Und ja, wie gesagt, bin mal gespannt, wie ihr das Spiel gesehen habt. Schreibt es in die Kommentare. Ich gehe jetzt so langsam mal ins Bett, denn wir haben jetzt gleich hier 0 Uhr. Und deswegen, es wird Zeit, denn morgen müssen wir ja wieder alle früh raus. Also bis dahin, macht's gut, euer Niklas. Und ciao.